Und es geht weiter mit Another Code, doppelte Erinnerung. Und im letzten Part haben wir unsere Tante Jessica verloren und werden sie jetzt wahrscheinlich suchen müssen. Niemand zu sehen. Wo kann Jessica nur sein? Ja, das wüsste ich auch gern. Ah, eine Brücke. Auf die Insel, ja. Auf die Insel vor allem. Hm? Auf der Insel, würde ich sagen. Ob Jessica wohl auf die andere Seite gegangen ist? Jessica. Sie hätte doch gesagt, sie kommt sofort wieder. Ob sie Papa wohl gefunden hat? Vielleicht? Das kam von der anderen Seite. Aber es war doch Jessica. Was ist da passiert? Aber... Die Zugbrücke. Jemand hat sie hochgezogen. Jessica. Ich muss unbedingt auf die andere Seite. Tja, da will wohl jemand nicht, dass du auf die andere Seite kommst. Dann müssen wir eben die Brücke selbst wieder runterziehen. Da ist eine Winde an diesem Apparat. Hm, wenn ich den Handgriff an der Winde benutze, dann kann ich sie vielleicht... ja, runterziehen? Lass doch nicht immer los hier. Die Technik ist noch nicht so ausgereift, würde ich sagen. Oder war zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgereift. Mit dem Touchscreen. War ja alles neu auf dem DS. Geschafft, die Brücke ist unten. Jetzt kann ich auf die andere Seite gehen. Ja, dann mal los, Ashley. Jessica! Jessica, wo bist du? Jessica! Jessica! Was mache ich jetzt? Wir hätten gar nicht auf diese blöde Insel kommen sollen. Oh, jetzt mal doch nicht den Teufel an die Wand, Ashley. Wird alles gut. Alles schön. Eine Steintafel am Wegesrand. Das ist ja eine Inschrift. Eigentum der Familie Edward. Familie Edward? Der Name kommt mir bekannt vor. Genau. Die reichen Leute, die früher auf dieser Insel gewohnt haben. Ja. Über die werden wir noch ganz viel erfahren. Da steht etwas am Wegesrand. Zerbrochener Wegweiser. Hier war also ein Wegweiser. Auf dem Boden liegen verwitterte Holzstücke. Es mag wohl auf dem Wegweiser gestanden haben. Das werden wir jetzt rausfinden. Das wird es nicht sein. Komm her. Geschafft, jetzt kann ich den Wegweiser lesen. Was steht da jetzt? Anwesen der Familie Edward. Anwesen der Familie Edward? Also ist hinter dem Tor eine Villa. Was bedeutet wohl das Symbol auf der rechten Seite? Eins nach dem anderen, Ashley. Das Tor ist abgeschlossen. Daran ist ein Metallkasten. Was ist denn das? Da sind Knöpfe dran. Und wenn man die Knöpfe drückt, dann... Nanu? Kann man ja gar nicht drücken. Was soll denn das? Ach so. Da fehlt wohl das Zahnrad, mit dem man den Mechanismus bewegt wird. Ich und meine Aussprache. Ja, das Zahnrad haben wir nicht.
Hier geht's erstmal nicht weiter, also gehe ich jetzt logischerweise einen anderen Weg. Aber diese Felsen, der blockiert den Weg. Und jetzt? Ja, den anderen Weg, ne? Nanu? Es ist auf einmal so still. Jessica, antworte, wenn du mich hörst. Es ist so still hier. Irgendwie unheimlich. Du wirst gleich merken, warum. Ah, das sind doch Gräber. Das hier ist also ein Friedhof? Ganz recht. Ein alter Grabstein. Auf dem Grabstein steht ein Name. Thomas Edward. 1912 bis 1948. Thomas Edward? Der Kapitän hat also die Wahrheit gesagt. Ja, meinst du, er erzählt Seemannsgarn oder was? Ein alter Grabstein. Und, wessen Grab ist das? Henry Edward. 1910 bis 1948. Henry Edward? Das ist wohl der Friedhof der Familie Edward. Ja, vielleicht. Ein umgestürzter Grabstein. Auch ein umgestürzter Grabstein. Tja, mehr gibt's hier nicht zu sehen, wie es scheint. Ein großer Stein vor der Mauer. Er sieht ja schwer aus, aber wenn ich diesen Stein wegschiebe, kann ich vielleicht weitergehen. Na dann, streng dich mal an. Bist du aber stark. Miau. Das schwebt von selber. Na also, das wäre geschafft. Jetzt kann ich weiter. Aber als ich den umgestürzten Stein kurz anschaute, sah ich eine Gravur auf der Rückseite. Es war der Buchstabe D? Was? Wer bist du? Aber was tust du da? Das war doch eine Stimme? Ist da jemand? Wer hat da gesprochen? Ich. Ja, ein Geist, ne? Welche Überraschung. Aber was? Ich kann gar nicht mehr sprechen. Das ist doch... Wer bist du? Ashley. Ashley? Nein, nur Ashley. Ashley Mizuki Robbins. Ashley. Bitte. Nein. Ashley, öffne deine Augen. Warum? Öffne deine Augen und sieh mich an. Was? Kannst du mich sehen? Ich sehe dich. Wirklich? Ja, klar, ich kann dich sehen. Sie sieht mich. Was? Der Geist lacht ja. Wie gruselig. Wieso lacht er? Wieso freut er sich so? Ich bin nur glücklich. Aber ich habe gewartet. So lange gewartet. Auf jemanden wie dich. Was meinst du damit? Ich habe so lange auf jemanden gewartet, der mich sehen kann. Auf jemanden, der dich sehen kann? Ja, du kannst mich doch sehen, oder? Ich sehe dich.
Das ist ja das Problem. Schließlich bist du doch... Stimmt. Ich bin kein Mensch. Also ist es wahr? Ich bin die. Die? Wie der Buchstabe? Brr. Was jetzt? Ich habe den Grabstein von diesem Die verschoben. Warum? Warum passiert ausgerechnet mir sowas? Dabei wollte ich doch nur Papa und Jessica suchen. Und jetzt habe ich die Ruhe von diesem Geist gestört. Na toll. Du täuschst dich. Was? Das ist nicht mein Grab. Mein Körper liegt nicht unter diesem Stein. Wie? Ich bin hier schon sehr lange. Aber niemand hat mich je bemerkt. Die ganze Zeit war ich allein. Die ganze Zeit allein? Ja. Ich bin ein einsamer Geist. Aber Moment mal. Vielleicht hast du nur niemanden gesehen, weil das hier eine unbewohnte Insel ist. Nein. Was? Sind schon vor dir lebende Menschen hier gewesen. Aber niemand konnte mich sehen. Bis heute. So ist das also. Ashley. Menschen mit unreinen Herzen können Geister nicht sehen. Und? Du aber hast ein reines Herz. Ich wie? Du siehst mich, weil du den Menschen vertrauen kannst. Und? Deshalb kannst du mir bestimmt helfen, meine Erinnerung aufzufrischen. Deine Erinnerung aufzufrischen? Wovon redest du? Ashley, ich habe keine Erinnerung. Keine Erinnerung? Ich erinnere mich nicht an mein irdisches Leben. Wer ich war? Wieso ich gestorben bin? Ich weiß es einfach nicht. Deshalb bin ich dazu verdammt, auf dieser Erde zu bleiben. Und seit wann? Seit 57 Jahren. Seit 57 Jahren? Sei nicht so erstaunt. Aber das ist doch unglaublich. 57 Jahre. In 57 Jahren bin ich eine alte Oma. Und du bist wirklich schon so lange ein Geist? Ja, leider. Das ist ja schrecklich. Ja, und deshalb will ich mich endlich wieder erinnern können. Ich will mich an das erinnern, was ich vergessen habe. Du willst dich erinnern? Das verstehe ich. Mir geht es genauso. Ich will mich auch an etwas erinnern, woran ich mich einfach nicht erinnern kann. Ashley, und du erinnerst dich wirklich an gar nichts? Es gibt wirklich nichts aus deinem Leben, woran du dich erinnerst? Doch, eine Kleinigkeit gibt es, an die ich mich erinnere. Und woran erinnerst du dich? Irgendjemand hat mich damals die genannt. Und? Das Muster auf meiner Brust. Dieses Muster? Das ist der letzte Eindruck, den ich als lebender Mensch hatte. Das ist, was ich im Augenblick meines Todes gesehen habe. Im Augenblick deines Todes? Wenn ich nur wüsste, was das ist, dann könnte ich mich auch erinnern, warum ich gestorben bin. Das ist, was ich wissen will. Die. Wenn ich ihm zuhöre, werde ich ganz verwirrt. Der Kapitän hat gesagt, ich soll nicht darüber nachdenken, warum Menschen sterben. Aber die hat sich die ganze Zeit eben diese Frage gestellt. Ashley, gib mir meine Erinnerung zurück. Aber erforsche mit mir zusammen, wie
Vergangenheit dieser Insel. Hilf mir, mich zu erinnern. Die. Ich wüsste nur zu gerne, was ihm passiert ist. Aber ich muss Jessica suchen. Außerdem hat der Kapitän gesagt, vor Sonnenuntergang legt er ab. Und dann... Ashley. Was? Du triffst dich mit deinem Vater? Und wer ist Jessica? Papa treffen. Darum bin ich doch auf diese Insel gekommen. Aber ich hatte immer gedacht, dass Papa tot ist. Denn Papa ist gestorben? Und dann bin ich sauer auf Jessica geworden. Und dann haben wir uns verloren. Du dachtest, dein Papa ist tot? Ich war trotzig. Dabei wollte ich Papa doch wirklich treffen. Du willst deinen Papa treffen? Ja. Eigentlich bin ich hier, um Papa zu treffen. Deshalb, sei mir nicht böse, aber ich kann dir nicht helfen, deine Erinnerung wiederzufinden. Papa? Papa? Aber was ist denn? Vater! Kein Schritt weiter! Was ist denn? Ashley. Nanu? Die ist verschwunden. Wo ist der nur hin? Die. Ja, er scheint sich an irgendwas erinnert zu haben, sonst hätte er ja nicht so schockiert geguckt. Irgendwas über seinen Vater wahrscheinlich. Jessica! Papa! Was sind das nur für verfallene Gebäude? Tja, sieht so ein bisschen aus wie eine Mine, würde ich sagen. Wenn ich mir die Lore so ansehe. Die Lore ist verrostet, aha. Ah, da ist ja das Zahnrad. Dieses Zahnrad wohl. Ja, das ist das Zahnrad. Eine rostige Maschine. Das habe ich doch schon einmal im Fernsehen gesehen. Mit so einer Maschine zertrümmert man Felsen in einem Bergwerk. Wir sind hier ja auch in einem Bergwerk, würde ich sagen. An der Maschine ist ein Schild. Auf dem Schild steht etwas, aber das kann man nicht lesen. Dafür ist das Schild viel zu schmutzig und verrostet. Wenn ich diesen Schmutz und den Rost abbüßen könnte. So geht das nicht. Mit der Hand kriege ich den Rost nicht weg. Und jetzt? Ja, er versucht, den Rost abzukratzen mit der Hand. Werkzeugkasten. Ja, die Drahtbürste, die könnte funktionieren. Vielleicht kann ich ja diese Drahtbürste gebrauchen. Drahtbürste erhalten. Sehr schön. Genau, wenn ich diese Bürste verwende. Nur noch um Stunden handeln. Oder auch nicht. Der Rost ist ab. Auf dem Schild ist ein Symbol und eine Inschrift. Das hier gewonnene Gold ist Eigentum der Firma. Diebstahl wird streng bestraft.
Edward Company. Gold haben sie also abgebaut. Ja, das würde auch den Reichtum der Familie erklären. Warum sie ihre Villa auf dieser Insel halt haben? Weil sie hier Gold abgebaut haben. Tja, die ist immer noch nicht wieder da. Wo mag der wohl sein? Aber jetzt können wir zumindest in die Villa. Ich weiß, dass das Tor abgeschlossen ist. So, Zahnrad. Wenn man das hier einsetzt. Ich sitze das Richtige. Ich habe jetzt nicht wirklich aufgepasst. Oder doch? Ich nehme alles zurück. Das Tor hat sich geöffnet. Ja, und im nächsten Part werden wir dann die Villa erforschen. Vielleicht treffen wir ja auch die wieder. Kann nichts versprechen. Aber bis zum nächsten Mal. Tschüss.